In Zeiten stagnierender Wirtschaftszahlen sind es drei echte Mutmacher, die die Jury ausgewählt und für den Deutschen Zukunftspreis 2024 nominiert hat. Projekte und ihre Erfinder, die zeigen, welche Innovationskraft nach wie vor im Wirtschaftsstandort Deutschland steckt. Und die gute Nachricht, die hier von diesem Termin ausstrahlen soll und kann, ist, dass Technik und Innovation Lösungen liefert, wo viele Menschen Probleme und Sorgen sehen und Hoffnungen rechtfertigt. Kommen wir zu den Nominierten. Team 1, digitales Licht, intelligente LED-Technologie für die Welt von morgen. Feinste LED-Pixel ermöglichen bessere Sicht auf der Straße und damit mehr Verkehrssicherheit. Die Technologie wird jetzt schon millionenfach in Autos der neuen Generation verbaut und es gibt noch ganz andere Ideen für die Anwendung. Eine wäre beispielsweise die Augmented Reality oder AR-Brille. Die spiegelt ja digitale Informationen in das Gesichtsfeld des Benutzers, die dann sich mit dem realen Bild überlagern. Und das passiert, indem Mikroprojektoren in den Brillenbügeln eingesetzt sind. Und in diesen Mikroprojektoren nun kann unsere Pixel-LED zum Einsatz kommen. Schauen wir auf Team 2, Demokratisierung generativer KI, Stable Diffusion von der Entwicklung in die Praxis. Eine künstliche Intelligenz auf Weltniveau, made in Germany, konzipiert als Open Source, heißt für jeden zugänglich und nutzbar, kostenlos. Mit einer Kombination von Text- und Bildbefehlen lassen sich neue Bilder kreieren, vor allem aber Problemstellungen lösen, was ein konkretes Anwendungsbeispiel auch zeigt. Nyris, die Firma, mit der wir dort zusammen kooperiert haben, haben Stable Diffusion verwendet, um ihre Bildsuche, also die Anpassung von Suchmaschinen für die visuelle Suche, voranzutreiben. Und Nyris kann auf diese Art und Weise dann angepasste Suchmaschinen herausbringen, die es uns ermöglichen, visuell nach irgendwelchen Ersatzteilen zu suchen, die man textlich gar nicht beschreiben kann. Schließlich Team 3 mit dem Projekt Power für die Energiewende. Große Antriebe elektrifizieren mit revolutionären Energiesparchips. Dabei handelt es sich um eine imposante Steuerungstechnologie, die zuverlässiger, schneller und leistungsstärker als bisher Strom in hochkomplexen Anwendungen regeln und schalten kann. Ein substanzieller Beitrag zur Energiewende. Überall da, wo viel Leistung fließt, also anfangen tun wir bei der Stromerzeugung. Prädestiniert sind hier Solarparks, Windparks, aber auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff ist ein großes Thema. Und eine große Anwendung ist auch die Zugtechnologie. Zum Beispiel können wir einfache batteriebetriebene Züge bauen und Wasserstoffzüge oder auch bei der Elektrifizierung von Schiffen oder sogar Flugzeuge ist ein fernes Anwendungsfeld. Allen drei Projekten prophezeit die Jury eine große Zukunft. Doch nur ein Team wird gewinnen und den Deutschen Zukunftspreis aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht bekommen. Und zwar am 27. November 2024 in Berlin.